Das Siegburger Restaurant Medo verbindet historisches Ambiente mit mediterranen Speisen. In idyllischer Lage direkt am Mühlengraben haben unsere Besucher einen guten Blick auf die Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert. Eine anspruchsvolle Gastronomie, die in ihrer Vielfalt eine erstklassige Küche bietet, entführt ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeeres. Unsere reichhaltige Speisekarte der türkisch-mediterranen Küche bietet Ihnen schmackhafte Grill- und Pfannengerichte, Fisch- und Lammspezialitäten ebenso wie vegetarische Speisen und leckere Desserts. Genießen Sie bei uns dieses einzigartige mediterrane Flair. Das Medo-Team freut sich auf Ihren Besuch. Der Schleuderbach in St. Augustin fließt wieder in sein natürliches Ziel, die Sieg. Zuvor mündete der Bach, teils verrohrt und unterirdisch fließend, in die Kläranlage in Menden. Innerhalb eines Jahres wurde ein neues, knapp 600 Meter langes Bachbett angelegt und das umliegende Areal am Pleißer Wald renaturiert. Der Bach mündet jetzt in den Siemensbach und fließt mit diesem gemeinsam in die Sieg. Martina Hirschberg, Geschäftsführerin des Wasserverbandes des Rhein-Sieg-Kreises, freut sich über das Ergebnis. Doch, ich bin sehr zufrieden damit. Vor allen Dingen, wenn man nochmal die Bilder vergleicht, wie es vorher aussah und wie es jetzt aussah. Ich denke, es hat schon einen sehr hohen Mehrwert, gerade auch hier für die Freizeitnutzung, für die Nutzung auch der Menschen, die hier leben, die hier entlang spazieren gehen können, der Kinder, die hier am Gewässer auch jetzt spielen können. Und wo ich auch sehr zufrieden war, das war das erste Mal so ein Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt St. Augustin, dass wir von unserem Betriebshof, mit unseren Wasserbauern, mit den Fachleuten von der Stadt St. Augustin zusammen diese Maßnahme durchgeführt haben. Und das war wirklich eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Der neue Bachverlauf machte eine Umgestaltung der Umgebung vonnöten. Ein neues Landschaftsbild entstand. Dabei wurde alles so angelegt, dass in den nächsten Jahren neue Ökosysteme natürlich entstehen. Trotzdem gibt es noch ein Problem am Schleuderbach. Ein Privatteich ist noch mit dem Bachverlauf verbunden. Da sich Wasserqualität von dem stehenden Teichwasser und dem fließenden Bach stark unterscheiden, haben die Organismen aus dem Fließgewässer keine Chance. Ein Gewässer hat ein sauerstoffreiches Wasser. Es hat eine andere Biologie, andere Kleinstlebewesen, die dort sind und auch nur in diesem Milieu leben können. Und treffen die dann auf ein Stillgewässer. Ein Stillgewässer ist sauerstoffarm im Regelfall. Es hat sehr hohe organische Belastungen. Und dann in dem Milieu können diese Lebewesen nicht leben und sterben. Um die natürliche biologische Umgebung des Baches wiederherzustellen, müssen die Organismen aus dem angrenzenden Siemensbach den Schleuderbach hochwandern. Ein Prozess, der Zeit benötigt. Trotzdem ist die Renaturierung ein gelungenes Projekt. Besonders erfreulich, die Kosten der Aktion sind mit knapp 300.000 Euro um etwa 25% geringer als vorher veranschlagt. Und auch die Kleinen sind von dem neuen, alten Schleuderbach begeistert.